Nach reichlicher Überlegung wagte Mario Görlich 2015 den Sprung ins kalte Wasser und gründete seine eigene Tischlerei. Sein Plan? Die Menschen mit Maßanfertigungen zu begeistern. Also ich habe keine große Lust gehabt, so der Prellbock zwischen einem Chef und den Angestellten zu sein, so als Meister. Und zu damaliger Zeit hatte ich insgesamt auch viel zu tun und hatte viele Anfragen von Leuten, die was von mir gebaut haben wollten. Und dann lag es irgendwie nahe, diesen Schritt zu gehen oder halt einfach mal mutig zu sein. Bei Marios Tischlerei auf Maß ist jedes Möbelstück ein Unikat. In aufwendiger Handarbeit werden individuelle Einzelmöbel gestaltet. Dabei arbeitet der Tischlermeister eng mit seinen Kunden zusammen, um auf ihre speziellen Wünsche einzugehen. Ich meine schon, die Maßanfertigungen haben tatsächlich die Vorteile, dass die nicht so in Masse kopiert werden können. Diese individuelle Nische lässt sich von uns ganz gut bedienen. Inzwischen beschäftigt Mario Görlich eine Auszubildende. Lange Zeit stemmte er die gesamte Arbeit jedoch allein. Er musste am eigenen Leib erfahren, dass Gründungen nicht nur kräftezehrend sind, sondern auch viele Herausforderungen mit sich bringen. Also die größte Herausforderung gerade am Anfang war eigentlich das Umdenken vom Angestelltenverhältnis in die Situation des Selbstständigen reinzukommen, mit dem, wie man sich halt motiviert, jeden Tag neu, auch mal Durststrecken übersteht, wo keine Anfragen kommen oder wo man gerade nicht weiß, was mache ich als nächstes von diesem riesengroßen Haufen an Arbeit, den man dann plötzlich vor sich hat. Das war aufregend. Viel Motivation, aber wenige Aufträge. Mit diesem Problem kämpfen viele Jungunternehmer am Anfang. Daher stellte sich Mario Görlich schon früh eine der wichtigsten Fragen bei der Unternehmensgründung, nämlich: Wie gewinne ich eigentlich Kunden? Er entschied sich dafür, durch ein auffälliges Design aktiv auf sich aufmerksam zu machen. Meine Kunden finden mich eigentlich auf der Straße. Die Fahrzeuge sind plakativ gestaltet. Wir sind im Internet ganz gut vertreten, haben eine nette Homepage. Der Start war geschafft. Allerdings gab es noch ein Problem. Die Investitionskosten für eine eigene Werkstatt mitsamt Maschinenpark waren dem Tischler zu hoch. Daher entschied er sich für eine andere Lösung. Über eine Anzeige wurde er auf eine Gemeinschaftswerkstatt aufmerksam, in der gerade ein Arbeitsplatz frei geworden war. Heute arbeitet er hier gemeinsam mit anderen Tischlern unter einem Dach. Die Kosten für die Werkstatt werden über ein Login-System ermittelt, das erfasst, wie lange jeder Mieter die Räumlichkeiten nutzt. Zusätzlich fällt noch eine Grundmiete an. Man kann die ganzen Maschinen uneingeschränkt nutzen, man hat viel Platz. Man hilft sich gegenseitig, teilt sich irgendwo auch das Know-how, sieht, wie andere arbeiten, das ist ein Riesenvorteil. Und man hat im Prinzip daraus nur Vorteile, meine ich. Einzigartige Möbel für jede Nische, zahlreiche zufriedene Kunden und eine Arbeit, auf die er stolz sein kann. Der Erfolg gibt Mario Görlich recht. Sein Konzept funktioniert. Wenn auch klein, ist seine Tischlerei gut aufgestellt, um auch zukünftige Herausforderungen zu meistern. Ja, das Schöne an der Selbstständigkeit ist eben der direkte Kontakt zum Kunden. Man lernt sie kennen, man liefert dann das Produkt ab, sieht, wie sie sich darüber freuen. Man merkt selber, wie etwas entsteht. Von Anfang bis zum Schluss ist man wirklich immer dabei und die Gründung war für mich eigentlich die einzige und richtige und beste Entscheidung. Mit dieser Gewissheit blickt Mario Görlich in die Zukunft. Denn er möchte auch weiterhin für jeden Raum die passende Möbellösung bauen.